haben wir denn hier? Oh. Wesley. So. Die haben wir ja verloren. Will ich mal ausdrücken. So, das war ja ein Unfall. So, mehr oder weniger. Dienstmarke sammeln. Ach da. Oje, oje, oje. Wär natürlich. Moment. So. Ich wollte sagen, wäre natürlich furchtbar, wenn hier irgendjemand überlebt hätte. Wenn wir jetzt noch so ein Tagebuch finden würden, von wegen. Oh, ich habe überlebt. Ich hoffe, sie kommt zurück und retten mich. Oh Gott. Nee, also da muss ich jetzt wirklich nicht haben, sowas. Das brauche ich nicht. Okay. Hier haben wir nichts weiter. Habe ich da hinten vielleicht noch was? Zumindest leuchtet das was. Ja. Dienstmarke. Aufheben, Dreschel und Tod. Die Klappe für dich. Erst blöd gucken, dann anfangen zu lachen und dann würde ich heulen. Alles abgedeckt. Oh, machen wir das auch? Hier liegt noch was. Die Dienstmarker. Hier liegt auch noch was. Element Zero. Kann ja nicht schaden. Haben wir ja gehört, dass das gebraucht wird. Was haben wir hier noch? Eine Dienstmarke. Kommen wir hier auch hoch? Nö. Kommen wir nicht. Nein, dann machen wir das. Kaputt. Ah, da liegt auch noch was. Hier liegt überall was rum. Hier haben wir noch eine Dienstmarke. Traurig genug, dass hier 20 Stück gestorben sind. Wenn ich ehrlich bin. Hätten sie eigentlich alle wiederholen können, nicht nur Shepard. Na ja, gut. Wollen uns ja nicht beschweren. Oh. Unser altes Terminal. Nehmen wir das auch mit. Da waren es nur noch 8. Datenpad lesen. Eintrag 1. Nicht wiederherstellbare Daten. Daten hergestellt. Mit dem Commander drüber gesprochen. Ich beschädigt diese ganzen verdammten Aliens an Bord des modernsten Schiffs der Allianz. Ich traue ihnen einfach nicht. Vor allem nicht wiederherstellbare Daten. Dieser verdammte Asari. Eine Quarianerin, wofür hält sich Shepard? Wofür hält Shepard das alles hier einen zu? Oh, da war doch hier ja Mr. Adams. Nee, Parrish. Nein, wie heißt er? Adams Parrish? Mit der Quarianerin. Sie scheint auf einer Art Pilgerreise zu sein und versucht das Schicksal ihres Heimatschiffes zu verbessern. Das kann ich verstehen. Ich würde meine Kinder beaufsichtigen oder so. Und wenn sie unbedingt an Bord sein muss, ist es auch nicht schlimm. Ging es da? Eine Weile lang und ich lese mir alte Tagebucheinträge noch einmal durch. Wie blind ich damals war. Ich kam mit der festen Überzeugung an Bord dieses Schiffes. Die Menschheit wäre alleine in der Galaxie. Shepard hat diese Aliens an Bord gebracht. Ohne sie wäre alles, was wir erreicht haben, niemals möglich gewesen. Ich bin stolz darauf, sagen zu können,
beschädigt Leben für ihre Mitglied dieser Crew geben würde, ganz egal auf welcher Welt es geboren wurde. Navigator Presley. Ah. Das wusste ich gar nicht, dass er seine Meinung irgendwann geändert hat. Man kann es immer sehen. Da hatten wir ja doch einen positiven Einfluss auf ihn. Ja, man muss Fremden einfach mal vertrauen. Nicht nur mit Hass und Gewalt auf alles reagieren, was einem nicht behagt. N7-Helm. Shepards verlorener N7-Helm wurde gefunden. Uhu. So. Bevor ich das vergesse, ich gehe jetzt erstmal zum Mako. Mein alter Freund. Das ist ja schon ein bisschen traurig, dass wir den nicht mitnehmen können. Das ist wie einen alten Freund zurücklassen. Das finde ich nicht gut. Der ist doch noch gut. Okay, der ist ein bisschen eingefroren, aber sonst ist er doch noch gut. Naja, gut. Was willst du machen? Was haben wir denn hier? Hier haben wir noch eine Dienstmarke. Ja. Ich komme da nicht hoch. Ich zeige dir gleich, ich komme da nicht hoch. Erstmal gucken wir hier. Da kommen wir nicht hoch. Ich muss mal eben was ändern. Einigkeit. Das packen wir mal dahin. Wir sind für eure Feinde unsichtbar. Ich bin unsichtbar, ich bin unsichtbar. Naja, ich war's. Ganz kurz. Hier haben wir noch eine Dienstmarke. Da waren es nur noch 6. Gucken, ob wir alle finden. Da ist noch eine. Da hinten. Ah ja, das war ja das Galaxie-Gedönsel. Dann haben wir noch Marken. Da haben wir auch noch eine Marke. Du bist eine Marke. Es geht über Bären, Marco. Jetzt noch 2 Stück. Hä? Wo wird die denn angezeigt? Ach, da. Hey, Joker. Sollen wir deinen Sitz mitbringen? Obwohl, naja, sagte er, er steht ja auf seinen neuen Sitz. Der so schön. Ich hätte fast klimatisiert gesagt. So schön. Weich ist. Ah. Oh. Kuschelt sich der Joker bestimmt mal rein. Okay. Nee, im Shuttle will ich noch nicht zurück. Mir
fehlt noch eine Marke. Da. Los, geh hoch da. Nee, du sollst da hochgehen. Steck doch die Waffe weg. So. Damit haben wir alle. Damit haben wir dann hier aber auch alles, oder? Tagebucheintrag. Stuttstelle Normandie. Jo. Jo. Okay. Dann können wir wieder zurück. Auf Wiedersehen, Marco. Auf Wiedersehen. Zusammenfassung. Missionszusammenfassung. Ein Denkmal wurde in der letzten Ruhestätte der SSV Normandie auf Alchera errichtet. Und die Familien aller vermissten Crewmitglieder wurden über deren gewaltiges Opfer informiert. Shepards verlorener N7-Help wurde sichergestellt. 200 Erfahrungen, 3750 Credits, 150 Element Zero. Bericht schließen. Bitte schließen Sie den Bericht jetzt ab. Edi versorgt Sie aus mit wertvollen Informationen über die Mission und etwaigen Fortschritte. Wenn ich hier so ein bisschen kreuz und quer durch die Galaxis fliege, liegt es, wie ich ja schon mal erwähnt habe, einfach daran, dass ich dieses Spiel noch nicht so oft gespielt habe und dadurch mehr oder weniger verplant hier rumeier. So. Wo wollen wir jetzt hin? Archangel, den Veteran. Mal wieder Richtung Omega, würde ich sagen. Wir haben die Hälfte unseres Treibstoffs verbraucht. Ja, ja. Ganz ruhig, junge Frau. Wir sind ja hier in der Nähe vom Treibstofflager. Machen wir das bitte voll. Machen wir auch wieder voll. Hier hatten wir die ganzen Planeten schon abgesucht. 100%, okay. Armada haben wir auch 100%. Das ist gut, dass das da steht, wo man schon war. Und wo nicht. Ja gut. Dann können wir auch hier nach Omega gehen. Und dann schauen wir uns das mal an. Omega. Eine Raumstation. Omega erbaut auf einen völlig abgebauten Asteroiden mit vormals hohem Metallanteil, ist seit Jahrtausenden ein Zufluchtsort für Verbrecher, Terroristen und Zufriedene aller Art. Genau. Und wer den Rest lesen möchte, kann es jetzt tun. Population 7,8 Millionen. Aha. Na gut, dann docken wir mal Omega an. Dann haben wir Omega schon mal fertig. Schnellfeuerwaffen wie Maschinenpistolen und Sturmgewehre sind zwar nicht so präzise wie andere Waffen, verursachen aber verlässlich Schaden. Wisst ihr Bescheid? Wenn ihr Schaden machen wollt, Schnellfeuerwaffen. Maschinenpistolen und Sturmgewehre. Okay, dann komm du mal mit. Und du komm auch mal mit. Annehmen. Shepard. Ja, ich hab dir doch gerade Waffenbestand der Gruppen ändern. Was haben wir denn dabei? Präzisionsgewehr, automatische. Nö.
Nö. Dann nehmen wir so mit. Obwohl, warte mal. Auswählen. Boom-Option. Achso, da können wir nur entweder die oder... Nee. Dann bleibt das alles so. Willkommen auf Omega. Sie sind neu hier, nicht wahr? Ich merke sowas gleich. Erlauben Sie mir... Oh, hallo Mocklin. Ich wollte gerade... Abgang fordert. Sofort. Natürlich, Mocklin. Was immer Sie verlangt. Verdammte Aasgeier. Willkommen auf Omega, Shepard. Sie wissen, wer ich bin? Natürlich. Wir haben Sie auf dem Schirm, seit Sie in den Terminus-Systemen sind. Sie sind nicht ganz so raffiniert, wie Sie glauben. Aria will wissen, was einen toten Spectre nach Omega führt. Sie sollten umgehend ins Afterlife gehen und Ihre Aufwartung machen. Oho, entspannen Sie sich. Sparen Sie sich die Drohgebärden. Ich bin nicht auf Omega, um Probleme zu machen. Um Sie herum explodiert ständig irgendwas, Shepard. Sie können es Aria nicht übel nehmen, dass sie ein Auge auf sie hat. Afterlife. Sofort. Ich empfange Quarantänewarnungen aus den Slums, wo Dr. Morden Solo seine Klinik hat. Rechne mit Widerstand in der Transitstation. Ich habe außerdem Gespräche zwischen den Söldnergruppen über Pläne zum Ausschalten von Archangel aufgefangen. Im Afterlife gibt es eine Rekrutierungsstelle, die vielleicht mehr über ihn weiß. Okay. Also doch ins Afterlife. Bitte. Halten Sie den Mund! Ja. Auch wenn ich das nicht mag, wenn man mich so... anblufft. Anblufft. Anraunzt. Bitte. Sie müssen mir helfen. Wer hat Ihnen erlaubt zu reden, Blödmann? Sind Sie Said Massani? Ja, das bin ich. Sie müssen Commander Shepard sein. Wie ich höre, müssen wir eine Galaxie retten. Wie viel wissen Sie? Ich nehme an, man hat Sie informiert. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Cerberus hat mir alles geschickt, was ich wissen muss. Und wer ist Ihr Freund? Meine Kontakte haben gesagt, wir sammeln einen Mann auf, nicht zwei. Batalianischer Delinquent. Hat jemanden so sauer gemacht, dass er mich angeheuert hat, ihn zu finden. Sogar für meinen Lebendigpreis. Bitte, ich war es nicht. Klappe, habe ich gesagt. Hat versucht, mich auf eine Verfolgungsjagd durch die ganzen Systeme zu treiben. Er hätte es besser wissen müssen. Die Typen fliehen immer nach Omega. Mhm. Und Sie und Cerberus? In welcher Beziehung stehen Sie zu Cerberus? Ganz ruhig. Cerberus bezahlt mir jede Menge Geld, damit ich Ihnen bei Ihrer Mission helfe. Das ist alles. Nicht viele Söldner würden ein Selbstmordkommando wegen der Bezahlung annehmen. Die meisten Söldner kriegen keine Angebote, wie Cerberus es mir gemacht hat. Diese Mission klingt nicht nach einem guten Geschäft. Aber Ihr Unbekannter kann viele Credits locker machen. Mhm. Na ja, dann willkommen an Bord. Schön, Sie bei uns zu haben, Said. Wir haben noch viel zu tun. Das hat man mir gesagt. Der Unbekannte hat Ihnen vermutlich von unserem Arrangement erzählt. Nein, hat er nicht. Nein, die Information hat er wohl lieber nicht in die Akte aufgenommen. Gut, dass ich gefragt habe. Ich habe vor einer Weile eine Mission angenommen, kurz bevor ich bei Cerberus angefangen habe. Ich dachte, Sie hätten vielleicht Interesse. Haben Sie schon einmal von Vido Santiago gehört? Er ist der Anführer der Blue Suns, leitet die ganze Organisation. Anscheinend hat er kürzlich eine Elpfel Ashland-Raffinerie auf Zoria eingenommen und missbraucht die Arbeiter als Sklaven. Das Unternehmen will der Sache ein Ende setzen. Das können wir tun. Ich sorge dafür, dass wir das erledigen. Gut. Wenn wir das aus dem Weg haben, können wir uns darauf konzentrieren, den Helden zu spielen. Ich schalte das Ding lieber ab, bevor es anfängt zu stinken.
Wenn Sie das nächste Mal bereit sind, jemanden zu töten, bin ich auch startklar. Okay. Scheint ja ein ganz netter zu sein. Said. Hm, naja, gut. Vorbild 6. Hm.